Also, ich komme aus Utah. Ich liebe diese Sprache eigentlich. Ich bin nicht perfekt. Ich bin auch wieder schon ein Jahr zu Hause, also ich muss mehr üben. Aber ich liebe die Sprache. Meine Vorfahren kommen aus Deutschland. Und als ich da war, durfte ich mehr über sie lernen. Woher ich komme. Es war ganz neu. Ich war ziemlich jung. Ich war nur 18 Jahre alt, als ich zuerst ankam, ohne meine Familie. Und die Städte sind ganz anders. Alles ist grün, alles ist sehr eng. Und was ich meine, ist, dass es viele Leute gibt. Die Städte sind größer als in Utah. Es gibt vieles anders. Die Gebäude sind anders, aber die sind ganz schön. Die sind älter, aber sie haben viele. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es geht vieles darin. Viele Erinnerungen. Die Leute sind anders auch. Aber ich liebe sie auch. Als Missionar sollte ich und habe ich mit vielen Leuten gesprochen, täglich. Ich habe sie angesprochen, ich habe sie kennengelernt und manchmal haben wir sogar bei ihnen zu Hause getroffen. Und ich habe ihnen viele Fragen gestellt und ich würde sagen, die Leute sind zuerst ein bisschen mehr zu. Und was ich meine, dass sie ganz vorsichtig sind, wenn es jemanden Neues gibt, das deutsche Volk wirklich kennenlernt und zeigt, dass er wirklich nett ist, dass er wirklich diese Person wirklich kennenlernen will oder möchte, dann öffnet dem Deutschen das Herz. Ich weiß, dass wenn ein Deutscher wirklich bequem ist mit deiner Person, dann ist er ganz nett. Und die sind immer höflich, sogar am Anfang. Aber ich meine, dass sie nur ein bisschen höflich und aufmerksam sind. Oder nicht aufmerksam, höflich und vorsichtig sind. Aber danach sind sie ganz warm, freundlich. Und das hat mir wirklich gefallen. Aber irgendwann will ich und werde ich wieder nach Deutschland. Und ich freue mich auf den Tag.